Präsident Donald Trump, 71, und First Lady Melania, 47, haben den französischen Präsidenten und seine Frau im Weißen Haus zu einem feierlichen Abendessen begrüßt. Beim ersten Staatsbankett zeigten sich die Trumps zwar vertraut miteinander, ein Lächeln war aber nicht zu sehen. Auf den Stufen vor dem Amtssitz hielten die beiden Händchen, bevor es für Emmanuel, 40, und Brigitte Macron, 65, Umarmungen und Küsschen gab. Das neueste Enthüllungsbuch, Größer als das Amt, auf der Suche nach der Wahrheit, der Ex-FBI-Direktor klagt an, von Jim Scomer gibt es hier. Der Star des Abends war Melania Trump, die in einer Spitzenrobe von Kani glänzte. Das handbemalte silberne Kleid war mit Perlen und Beiletten bestickt und reichte bis auf den Boden. Der untere Teil der eng anliegenden Robe war halbdurchsichtig, darunter kamen spitze Pumps im Metallic Look zum Vorschein. In einem für sie ungewohnt langen Kleid erschien auch Brigitte Macron, die ein cremefarbenes, mit Gold verziertes Kleid von Louis Vuitton präsentierte. Zu der langärmeligen Robe kombinierte sie passende goldene Pumps. Zuvor hatte es für die Trumps am Dienstag allerdings schon wieder einen peinlichen Moment gegeben, der von MSNBC aufgezeichnet wurde. Trump steht in dem kurzen Clip neben seiner ganz in weiß gekleideten Frau und versucht ihre Hand zu nehmen. Erst tippt er sie mit dem Finger immer wieder an, worauf sie nicht zu reagieren scheint, erst nach einigen Sekunden lässt sie es zu, dass er ihre Hand nimmt.